Fühlt sich das gut an? Euer Boss muss wohl besser zielen. Genau das, was Craven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Alle MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du. Ja. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht was ich. Was zum. Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen.
Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee! Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann's nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Kraven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen. Okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf, versprochen. Was ist passiert? Jäger, Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh! Warten Sie! Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht! Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Kraven? Kravinov. Das Feuer ist entzündet. Alter! MJ sagte, du wärst fast gestorben. Bist du okay? Hey, Miles! Ich hab mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte, wirklich? Absolut. Hey, ich ruf zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Okay. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Aus Volgograd? Ist wohl für eine Art Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Ziemlich unhöflich von Kraven, mich nicht einzuladen. Hat mich aber noch nie aufgehalten. Genehmigung für das Feuer? Oh!
sehen, was hier los war. Sie holen noch mehr Luxusgüter aus Wolgograd für dieses Event? Die Sachen müssen in der Nähe reinkommen. Kein Flugplatz in Sicht. Eventuell bei den Docks. Vielleicht führt mich etwas dort zu Craven. Ich will nicht noch mal fragen. Ich hab's doch gesagt. Das ist alles. Wo ist der Rest unserer Lieferung? Bitte. Er braucht meine Hilfe. Hilfe! Raus dich von Craven. Eine Menge Jäger für etwas Wodka und Kaviar. Es kann noch schmerzhafter werden, wenn es sein muss. Craven, das alles jetzt? Hilfe! Das ergibt keinen Sinn. Niemand hört dich schreien. Eben noch jagt er Superschurken und jetzt bewirtet er Gäste? Harry muss ihm im Zoo übel zugesetzt haben. Na toll, noch mehr von euch. Wenn ihr mir nur sagt, wo er ist. Er und ich haben noch eine Rechnung offen. Ich sehe lieber mal nach dem Hafenarbeiter. Sie haben ihm zugesetzt. Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey, Kumpel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. In ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Hey,
Hey du, komm mal her. Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay, ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Ist bereit. Wie können wir so schnell essen? Lass sie nicht warten, los! Ich hoffe, Shane, ich weiß schon öffentlich. Sehr schick. Ich bin ziemlich schick und fühle mich großartig. Ich war in der Hauptstadt. Kann ich mit meinen Büchern versuchen, mich abzuzünden? Es war doch nur einmal. Entschuldigung. Wir sind mit Raven gekommen, um den Club als unsere Basis zu etablieren. Bewegung, sonst breche ich dir was. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, okay. Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Das ist nicht dein Ziel. Ja. Erledig dich, Craven. Das muss er sein. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Es ist zu unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bereiten. Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach. Auf dem Weg! Dieses Chaos hier. Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot. Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar nicht? Schon. Ich hab ja nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide. Sammelt schnell alles auf und weiter. Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Du bist nicht zufällig, Dima. Mist. Das erklärt das Geheimnis. Da ist jemand hungrig.
Ein Tiger. Das ist neu. Okay, geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Kraven ist. Aber zuerst mache ich einen auf Tierpfleger. Das Steak liegt einfach da. Fürs Stibitzen ist der Winkel falsch. Perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das klang schräg. Diese Mahlzeit muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? Beim schlafenden Jäger ist viel los. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Hey Dima, ich bin wieder da mit einem kleinen Snack. Bissen vom Spidey-Koch. Kraven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Weit und breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Er ist belesener, als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Die Kapelle ist bereit? St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Kraven mit dem Serum sein. Dann mal los. Dima?
Das ist nicht, wonach es aussieht? Lasst ihn am Leben! Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Ich fühle mich so stark. Ich bin eine Ein-Mann-Armee! Daran hätte ich mich gewöhnt! Schnell zur Kapelle. Das war lustig. Ein Craven. Aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch. Als würde er mich kennen. Keine Sorge. Ich kümmere mich um alles. Versprochen.